Pünktchen kleben war in den vergangenen 2 Jahren nicht möglich. Jetzt wurde das nachgeholt, denn die Medaillenwand im Wiesenthaler K3 soll doch aktuell bleiben. Auf dieser Wand sind die Namen der Olympia- und WM-Medaillengewinner aus Oberwiesenthal zu finden. Daneben pro Medaille ein Aufkleber in der Farbe des Edelmetalls und der Jahreszahl. Erik Frenzel und nun auch Terenz Weber haben es sich nicht nehmen lassen, nun höchstpersönlich ihre WM-Medaillenpünktchen an die Wand zu kleben. Bei Erik Frenzel gab es gar Nachholbedarf, noch aus 2019. Bei der WM in Seefeld erkämpfte der heute 33-Jährige 2 Gold- und 1 Silbermedaille. Insgesamt 5 Aufkleber durfte Frenzel anbringen, damit ist er zweizeilig auf der Ruhmeswand. Für Terenz Weber mit seiner WM-Teammedaille von 2021 musste die Wand erstmals für einen Nordisch-Kombinierer erweitert werden. Und erstmals stehen mit Erik Frenzel und Terenz Weber 2 Oberwiesenthaler Sportler für eine gemeinsame Medaille. Beide standen im deutschen Aufgebot, das 2021 zur WM in Oberstdorf Team-Vize-Weltmeister wurde. Das Wiesenthaler K3 befindet sich im ehemaligen königlich-sächsischen Forstamt Oberwiesenthal neben Gästeinformation und Bibliothek. Hier kann man erfahren, wie sich der Fluch Schnee zum weißen Gold entwickelte und den Größen des Sportes begegnen, deren Ski, Pokale und Medaillen zu bewundern sind.